Ja, die beiden Vorstände der Stiftung hier dicht bei mir. Herr Schlecht, Vertrauen. Sie sagen, Vertrauen ist ein Kernelement im Business. Warum? Wir wollen die Herzen der Menschen erreichen mit Musik hier, um mit der Musik des Vertrauens, das die Voraussetzung für Lieben zum Tun ist. Und das üben wir hier mit jungen Menschen, die das mitnehmen sollen im Leben. Sie haben Business erwähnt. Im Business habe ich gelernt, dass kein Kunde eine Maschine kauft ohne Vertrauen und dass ein Freund eines Kunden am besten den Menschen weiterempfiehlt im Sinne einer aktiven Vollerfahrung, zu dem er Vertrauen hat. Deshalb habe ich gelernt im Leben, und es ist jetzt 87 Jahre alt her, ich schreibe heute 88,01 und freue mich. Herzlichen Glückwunsch nachträglich. Und ich freue mich, dass ich das weiterentdecken und jungen Menschen helfen kann, das in sich zu entdecken mit dem, was wir hier in unserer Lernstadt Philum, so heißt das, Lernstadt Philum, bei jungen Menschen spielend, lernend erleben, wie Sie es gesagt haben. Und in dem Sinne hoffe ich auch, dass diese zwei Tage für Sie ein Erlebnis sind, an dem Sie auch die Herzen aufgehen für das, was wir hier aus tiefstem Herzen von uns geben. Jedenfalls von meiner Seite. Und ich freue mich sehr, dass ich im Leben vielen wunderbaren Menschen begegnen durfte, die das ausstrahlen, dieses Vertrauen. Und es hat mich auch ermutigt, eben unseren jungen Menschen, ich bin heute nur Gast, anzuraten, Vertrauen als Kernbotschaft, als Kernelement, dieses Miteinander zu prägen. Und ich hoffe sehr und bin sehr geehrt, dass Sie alle die Zeit, die Mühe und die Ernsthaftigkeit mitgebracht haben, da mitzuwirken, und zwar aktiv, nicht nur passiv. Denn das ist das Entscheidende, dass man Menschen anregt, dass das Herz aufgeht und den Verstand dabei wesentlich befruchtet. Das ist mir Gott sei Dank im Leben gelungen und ich freue mich sehr, dass ich das weitergeben darf in dem bescheidenen Rahmen, der mir eben als alter Herr noch bleibt. Aber in dieser Runde, wenn man sieht, mir waren die Tränen nahe, als ich die Musik jetzt hörte, geht einem das Herz auf. Und es ist was Wunderbares, wenn man ein bisschen von dem transferieren kann für Menschen, die eben im gewinnorientierten Business wirken. Das ist gar nicht so gewinnorientiert. Aber wenn man Gewinn bei sich findet, im eigenen Herzen, und das, was noch dazugehört, dem ganzen Menschen, ist es was Wunderbares, was einem ein Leben, ein Unternehmerleben bescheren kann. Insofern bin ich ein reicher Mensch geworden. Herzlichen Dank. Sie haben es angesprochen, es werden viele, die diesen Begriff Vertrauen prägen, zu Wort kommen. Aus der Wissenschaft natürlich ganz viele, aber auch aus der Kunst, Katrin Schlecht. Warum spielt die Kunst und eine Rolle auch bei den Formaten? Ja, also mein Anliegen ist es in diesen zwei Tagen, unser Stiftungsthema Good Leadership in seiner ganzen Breite hier zu präsentieren. Und die ganze Breite beinhaltet, dass wir zahlreiche künstlerische Projekte haben, zahlreiche Projekte aus dem Bereich kulturelle Bildung, Ethik, Leadership, alles drum und dran. Und wir haben zahlreiche Formate, Panels mit interessanten Gesprächspartnern und morgen auch eine Projektmesse, wo sich zahlreiche Projekte eben präsentieren und die können Sie alle kennenlernen und die Projekte können sich auch untereinander kennenlernen. Und das ist das Ziel dieses Forums. Und darf man schon ein bisschen neugierig machen, heute Abend kriegen wir ja auch eine Kostprobe sozusagen aus dem künstlerischen Bereich zu sehen. Ganz bewusst haben Sie das heute auch hier schon platziert. Warum? Na, ich freue mich auf dieses Format ganz besonders, weil es nämlich eine spezielle Sache ist, die wir erfunden haben, das Thema Good Leadership von einer ganz anderen Perspektive zu beleuchten, eben mal von einer ganz künstlerischen Seite, und ich verrate jetzt nicht mehr. Wir sind neugierig. Vielen Dank an Sie beide für diese Eröffnungsworte. Dankeschön. Applaus